Einen wunderschönen, meine Lieben, Smoker Player hier wieder für euch mit einem Tipps, Guide und Tutorial Video. Und zwar gehen wir heute über das Profil selbst. Das erreicht ihr, indem ihr hier oben links auf die blaue Anzeige klickt oder auch auf die Zahl. Das ist ganz egal. Funktioniert auf jeden Fall beides. Und das wäre euer Profil. Bei mir sieht es natürlich etwas anders aus als bei euch, je nachdem, welchen Spielstand ihr habt. Natürlich ist auch der Name unterschiedlich, so wie Spieler-ID. Und mein Level wäre jetzt vom Ladenbesitzer her Level 77. Es wird mein Name angezeigt, meine Spieler-ID mit dem Hashtag und der Nummer. Das heißt, wenn mich andere Spieler suchen, andere Gilden suchen oder ich mein Profil zeigen möchte, dann kann man mich darüber finden. Dann können wir natürlich auch den Namen verändern. Einmal kostenfrei, also einmal kostenlos. Und jede weitere spätere Änderung kostet 50 Edelsteine. Also sucht es euch sorgfältig aus, mit welchem Namen ihr da finden sein wollt. Eure Gilde wird angezeigt mit dem Namen und welchen Rang ihr in der Gilde habt. Gildenmeister, Offizier oder Mitglied. Und dann haben wir hier nochmal die Erfahrungspunkte, nicht nur im Balken, sondern halt hier auch nochmal als Zahl stehen, wie viele EP ihr derzeit habt und wie viele ihr benötigen würdet, um ein Level abzukommen. Nun, kommen wir auf die einzelnen Punkte. Eigenkapital. Eigenkapital sagt nichts weiteres als, welche Summe ist über eure Ladentheke geflossen. Wenn wir also hier jetzt Zuschlag drücken, würden wir hier 1,7 Millionen und ein paar gequetschte mit als Eigenkapital bekommen, wenn wir auf Verkaufen klicken. Rabattieren wir, ist die Summe, die hier steht, dementsprechend das, was aufs Eigenkapital drauf geht. Eigenkapital sagt also nichts anderes aus als welche Summe wurde über die Ladentheke verkauft. Investitionen ist die Summe, die ihr an Gold ausgegeben habt in eurer Stadt, an den Investitionen. Diese Investitionen werden in sämtlichen Gebäuden zusammengerechnet, die ihr gemacht habt und hier wiedergegeben. Solltet ihr mal hören, dass es ein so und so viel G-Investitionen oder so und so viel Investitionen werden verlangt oder ihr braucht so und so viel G-Investitionen, dann bedeutet das nichts anderes als G bedeutet Giga oder auf Deutsch Milliarden. Also in meinem Fall 133 G-Invest. Genauso kann man es aufs Eigenkapital sagen. Ich habe 201 G Eigenkapital. Investitionen sind also das, was ihr in den Gebäuden investiert habt, in allen damit hierhin zusammengerechnet. Geholfen ist das, was eigentlich fast schon klar ist. In der Stadt könnt ihr euren Gildenmitgliedern helfen, wenn die irgendwelche Upgrades machen, Ladenerweiterungen, Keller-Upgrades und so weiter. Da könnt ihr dann hier helfen. Ob ihr mit Diamanten noch zusätzlich helft, das wäre dann dementsprechend auch ein weiteres Helfen für euch und würde hiermit zugerechnet. Bei den Prämien könnt ihr ein, zwei oder drei Pokale bekommen und sämtliche Prämien, die ihr jemals gemacht habt, wie viele Pokale ihr da erhalten habt, werden dann dementsprechend ebenfalls zusammengerechnet in eurem Profil niedergeschrieben. Ich habe also 4391 Pokale in meiner Spielzeit gesammelt. Prestige ist ein nicht spielrelevanter Stat oder ein Wert, der nicht spielrelevant ist. Das sind Dekorationen, Gestell, Aussehensveränderungen, Tapete, der Fußboden, Statuen oder auch schöne Dekorationen im Garten. Alles kriegt sozusagen Punkte in diesen Prestige-Varianten. Diese Prestige-Punkte sind einzig und allein für die Rangliste hier vonnöten. Wenn man dort weiter oben stehen möchte, dann braucht man diese Prestige-Punkte. Für nichts weiter sind Prestige-Punkte da. Wird hier angezeigt, wie viele ihr derzeit besitzt und hat sonst keinen weiteren Wert. Aufstiege sind, ja, durch goldene Aufstiegsschriftrollen möglich oder goldene Schriftrollen, unsere Kurzform. Und das sagt hier nichts anderes aus als 900 Sternchen haben wir bereits erhalten. Das heißt, jedes Item, was wir mit einem Stern versehen, gibt einen Sternepunkt.
Wir haben hier in dem Item 3 Stück. Das heißt, wir bekommen 3 Sternepunkte. Wir haben das so lange gemacht, bis wir 900 Sternchen haben. Wird hier einmal komplett aufgeführt. Ihr könnt natürlich auch hier draufklicken und die einzelnen Reihen sehen, um nachzuschauen, wo habe ich noch weniger, welchen Schritt möchte ich vielleicht noch erfüllen. Ihr könnt euch die dann genau anschauen. Das wäre dann halt die Aufstiege. Bei den Gemeisterten, ja, sollte eigentlich fast klar sein, sind Entwürfe, Rezepte gemeint, wo sämtliche Meilensteine erfüllt sind. Das heißt, ihr habt den Gegenstand so oft gecraftet, gefertigt, dass ihr keinen Meilenstein mehr offen habt und damit der Gegenstand, der Entwurf, Gold hinterlegt ist. Nicht so wie hier. Hier fehlen noch Meilensteine. Hier müssen wir noch einiges craften. Und diese Items hier sind halt fertig, sind gemeistert und das haben wir mit 546 Items oder Entwürfen gemacht. Sammlungspunkte sind dementsprechend vom Sammelbuch und zeigen an, wie viele Punkte wir im Sammelbuch bereits gemacht haben. Sammelbuch können wir auch hier über den Punkt erreichen, damit wir nicht jedes Mal schauen müssen, okay, wie viele Punkte haben wir, sondern wir können hier einfach schauen, die Punkte haben wir. Und was können wir als nächstes freischalten? Können wir ebenfalls schauen. Für jedes Rezept oder Entwurf gibt es ja die 5 verschiedenen Qualitätsstufen. Die können wir jedes Mal einfügen. Für jedes eingefügte Qualitätsrezeptchen kriegen wir dementsprechend Punkte. Das heißt, für einen normalen, für einen grünen, für einen blauen, epischen und legendären bekommen wir jeweils Punkte. Und danach ist das Item komplett eingeklebt und können dann dementsprechend noch die Skins freischalten. Für jede Qualitätsstufe kriegen wir Punkte. Diese Punkte werden zusammengerechnet und sind dementsprechend zusammengezählt. Anpassen können wir natürlich auch noch. Das heißt, wir können unseren Ladenbesitzer schick aussehen lassen und ob wir das Aussehen generell verändern. Das heißt, Hautfarbe, Haare selbst, Haarfarbe, Bart oder kein Bart, Augenfarbe, Größe, Körperbau, männlich oder weiblich, müsst ihr selber aussuchen. Die Kleidung können wir wählen in verschiedenen Farben, Varianten, alles was uns so gefällt. Und das war's auch schon mit unserem Profil. Ich hoffe, es war wieder einigermaßen hilfreich und lasst mir gerne auch noch einen Kommentar da, Daumen hoch, Glöckchen und so weiter, um weitere Videos schneller zu finden für neuere Mitglieder oder neuere Zuschauer, neuere Spieler, damit die schneller auf YouTube Hilfe finden. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ihr kennt die Schritte. Ich hoffe, es hat wieder geholfen. Euer Smoker Player. Man riecht sich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben.